Mahamman Dedu dachte auch, dass er sterben wird. Das war, als ihm die Islamisten die Hand abgehackt haben. Mehr als Tee kochen schaffe er bislang nicht, sagte er entschuldigend. Er war mal Rechtshänder. Der 22-Jährige hat in seiner Heimatstadt Timbuktu Zigaretten verkauft, heimlich, weil das unter den Islamisten jetzt verboten ist. Genauso wie Fußball spielen. Als Mahamman aufflog, war das seine Strafe. Was die mir angetan haben, ich habe das Gefühl, ich bin nur noch ein halber Mensch. Ich weiß nicht, wie ich das jemals vergessen soll. Es sitzt so tief in meinem Herzen. Mit den Gedanken ist er oft noch in Timbuktu, erzählt er. Er macht sich Sorgen um seine Freundin. Wenn bei Frauen eine Haarsträhne rausguckt, dann bekommen sie 100 Peitschenhiebe oder müssen sogar ins Gefängnis. Mahamman ist die Flucht gelungen. So wie er werden wohl bald mehr und mehr Menschen Zuflucht suchen, hier im sicheren Bamako.